Gut, dann kann's losgehen. Ich nehme den Panzerkreuzer. Auf keinen Fall. Ein Panzerkreuzer ist zu schwer für dich, du Zwerg. Du kriegst den Fingerhut, so wie immer. Und was war das? Das ist unmöglich. Vielleicht war das nur der Wind. Kemplatter Krabs, ein Notfall. Helfen Sie uns. Was gibt es, Minion? Patrick hat meinen Teddy verschluckt und ohne schlafe ich nicht ein. Also, sind wir im Kanu raus auf den See gefahren und Camper Harvey wird auf der Stelle seekrank und kotzt mir auf meine neuen Stiefel. Kinder sind widerlich. Drei. Wenn euch das anwidert, solltet ihr sie mal essen sehen. Es gibt Wurmschweine mit besseren Manieren. Und ich meine, was ist das für ein nervtötendes Geräusch bei Neptun? Vermutlich nur Quallen, die vom Licht angezogen werden. Ich werde sie verscheuchen. Husch, husch, verschwindet ihr Qualis, husch! Oh, Mrs. Puff, Gott sei Dank. Helfen Sie mir, es ist ein Notfall. Was ist los, SpongeBob? Gehen Sie mit mir zum Klohäuschen. Nachts traue ich mich nicht alleine. Es ist so dunkel. Gut, na dann los. Also dann, da sind wir. Wenn du fertig bist, gehst du sofort wieder ins Bett. Verstanden? Mrs. Puff? Ja? SpongeBob? Können Sie mal nachsehen, ob Käfer da drin sind? Ich kann nicht für einen Käfer zugucken. Es sind keine Käfer im Klohäuschen, SpongeBob. Geh einfach rein und... Ich hab's mir überlegt. Ich werde morgen früh gehen. Bis dann. Er hat uns gefunden. Wir müssen abhauen. Ja. Dann gehen wir jetzt zu mir. Vielleicht ist es etwas eng, aber deine Küche ist das perfekte Versteck für uns, Plankton. Also, wo waren wir? Ich meine, ich war am Zug. Was, du? Ich dachte, ich wäre dran. Mein Geheimlabor! All meine teuflischen Pläne enthüllt! Das ist das Schlimmste, das mir passieren konnte! Mal überlegen, meine Figur stand hier, dann bin ich zwei Felder vorgerückt. Und da bist du auf einmal Aussetzen gelandet. Was? Ich dachte, da steht einmal Aussetzen. Warum drucken dir die Schrift auch immer so klein auf die Spielbretter? Weißt du nicht, mit wem du hier spielst? Noch mal gut gegangen. Ja. Zu früh gefreut. SpongeBob findet uns niemals hier draußen. Also, ich finde es hier ganz schön unheimlich. Ja, finde ich auch. SpongeBob wäre starr vor Angst. Es ist perfekt. Na, sowas. Wie ich schon sagte, einfach perfekt. Es gibt sogar Kekse. Die schmecken echt gut. Oh, das war nicht deine, oder, Kumpel? Kumpel? Was? Warum ist die Tür verriegelt, Krabs? Und warum entfernt sich der Boden so schnell? Du meine Güte, wir befinden uns in einer echten Hungerfalle! Ganz toll, Krabs. Du hast uns mal wieder voll in die Tinte geritten. So, wer ist der Wisst ihr, vielleicht sitzen wir in dieser trockenen, bizarren Welt. Aber es ist schön, dass wir jetzt Zeit zum Entspannen haben. Ja, du hast recht. Du sagst es. Mr. Krabs, Mrs. Puff, Herr Plankton. Oh Gott sei Dank, bitte helfen Sie mir. Es ist ein Notfall. Meine Socken sind zu eng. Meine Pommes sind zu schwer.